Okay, ich bin bereit. Steht mein Herzblatt hinter dem Vorhang? Hallo? Feli ist mein Herzblatt? Aber den Helikopter-Rundflug über die Alpen gibt's trotzdem, oder? Ich komm mit! Herzlich willkommen zu einer neuen Vorhang-Challenge. Wir haben hier ganz viele Zutaten, aus denen wir ein leckeres Gericht kochen müssen. Wir müssen alles verwetten. Und wir haben nur 30 Minuten Zeit. Am Ende entscheidet Rudi, wer das bessere Gericht gekocht hat. Und ich würde sagen, ich starte mal unsere Zeit. Melissa, bist du bereit? Yes. Okay. Läuft? Nice. Ja, läuft. So, ich nehme mal einen Topf und koche jetzt mal die Süßkartoffeln. Melissa, was geht bei dir? Ich halte es dir erstmal vor. Frau Lee, entschuldigen Sie bitte, ich habe sofort eine Bitte. Ja. Kann ich vielleicht einen Sparschäler von Ihnen? Da geht's schon los. Da geht's schon los. Bitteschön. Okay, okay. Die Dinger müssen erstmal geschält werden. Boah, da bist du jetzt schon im Vorteil, weil ich einfach immer so langsam bin. Ja, aber ich bin natürlich auch die schnellste Schälerin der Welt. Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen ungerecht, aber wir haben 30 Minuten Zeit. Du wirst es hinkriegen. Das werden wir sehen. Ist ja immer noch ein Wettbewerb, ne? Ne. Wie ist dein Verhältnis zu Süßkartoffeln so? Ich mag Süßkartoffeln sehr gerne. Besser als Kartoffeln? Nee. Weil ich finde, mit Kartoffeln, die sind so neutral, mit denen kannst du immer alles machen. Und bei Süßkartoffeln musst du schon ein bisschen mehr überlegen. So, ich werde sie jetzt zerkleinern. Melissa macht was ganz anderes als ich. Ein Salz ins Wasser. Und jetzt schwuppdiwupp hinein damit. Ich habe sie jetzt ziemlich klein geschnitten. Man kann das Ganze auch im Backofen machen. Aber da wir nicht so viel Zeit haben, entscheide ich mich für Wasser. Ich öffne mal die Bohnen. Ich stehe übrigens voll auf Bohnen aus der Dose, tatsächlich, also die weißen. Ich habe manchmal einfach so ein Glas im Kühlschrank und esse die einfach so aus dem Kühlschrank. Wirklich? Voll. Ah. Ich frage mich auch manchmal, was mein Nachbar eigentlich denkt, weil der kann so in meine Wohnung reingucken, warum diese Frau immer am Kühlschrank steht, mitten in der Nacht, um irgendwas zu essen. Dann gebe ich das Ganze jetzt rein. So, was machen wir jetzt damit? Wir machen vielleicht einen kleinen leckeren Salat daraus mit ein bisschen Limette. So, ich brauche ja irgendwas, was das zusammenhält. Deswegen eins davon. Du darfst ruhig sagen, das ist ein Eis, ich höre das doch. Frische Chili. Oh, da schließe ich mich an mit dem Salz und Pfeffer. Sehr gut. Oh nee, das ist ja voll gemein, du hast mir was nachgemacht. Du hast auch Salz und Pfeffer benutzt. Ich würde fast schätzen, ich werde alles benutzen, was du auch benutzt. So, das wird jetzt in feine Würfelchen geschnitten. Das sind auf jeden Fall leckere Zutaten und solche könnte ich mir auch zu Hause vorstellen tatsächlich. Ich finde das irgendwie... Ja. Meine Lieblingsvorhang-Challenge war leider nicht mit dir, Melissa, aber war mit meinem Lieblingsessen auf der Welt überhaupt, war die Pizza-Vorhang-Challenge. Die könnt ihr jetzt hier oben anklicken. Das war richtig lecker. Okay, jetzt mache ich hier draus mal eine leckere Soße. Dazu kommt auch noch ein bisschen Zwiebel. Hua. Der Knoblauch-Trick. Hä, wir haben Knoblauch? Muss. Ansonsten können wir die Zehe auch teilen. Ach, hier. Mann, ich bin viel zu klein. Ich hab sie einfach ignoriert. Aber für mich ist auch Knoblauch, ey, super essential einfach. Ein bisschen Salz noch dazu. Und wenn wir schon mal da sind, natürlich auch ein bisschen Abrieb von der Limette. Hast du zu Hause auch so einen fancy Duschvorhang eigentlich? Ja, auf meinem ist die Welle von Hokusai. Was ist auf deinem? Ich habe so ganz schwarze Fliesen. Mein Badezimmer ist so mega kitschig mit so einer Goldbordüre. Das war ich nicht, das war schon drin, als ich eingezogen bin. Und jetzt habe ich auch so einen mega kitschigen Vorhang mit so Ornamenten und so lila und so ja. Büschen. Man muss das embracen. Mein Bad ist auch super hässlich. Das ist noch aus den 60ern, glaube ich. So diese braune Generation, so braun-grün? Ja, so grün, ja. Und so ganz klein, kachelig und so. So, nur eine Zehe, deswegen müssen wir ein bisschen haushalten. So, das ist auch schon fertig. Dreh die Platte mal gleich runter, weil ihr wisst, der Endgegner bei der Vorhang-Challenge ist nicht die Person neben mir, sondern immer die Platte. Was machst du mit dem Cheddar? Rein, glaube ich. Gut, mache ich auch erstmal. Schließe ich mich an. Achtung, alle bereit für den Lieblingsmoment? Melissa, du kannst dir vorstellen, was jetzt passiert? Ja. Ich glaube, du hebst was hoch. Ja. So ein bisschen Chili. Ich habe ja auch nur eine Platte. Wie soll das alles gehen? Oh, das wird tough. Okay, ich schneide mal diese hier. So, natürlich würde man denken, mega obvious, eine Guacamole zu machen. Aber bei dem Gericht, das ich mache, ist es irgendwie schöner, wenn man sie so lässt, wie sie ist. Oh. Ob
optisch jetzt gesehen. Außerdem haben wir ja hier schon genug Soßigkeit. Vorsichtig rauslöffeln und jetzt in feine Scheiben schneiden. Du füllst deine Pita nicht, ne? Nein. Du? Nee. Das wäre jetzt zu einfach. Ne? Ja, voll. Wichtig, ein bisschen Limettensaft auf die Avocado, damit sie nicht brown wird. Oh, oh. 10 Minuten schon rum. Okay, okay. Ich muss immer an deinen Hund denken. Ja, ich auch. Wenn ich verliere, ist sie bestimmt super, super sad. Stimmt. Ich mache jetzt mal so kleine Dinger hier. Und dann kommt das Ganze da drauf. Bei dir wird schon gebraten, das ist cool. Yes. Dann nehmen wir ein bisschen von dem Öl. Streichen das hier auf. Und jetzt, Leute, stellt euch vor, wie lecker es wird. Jetzt wird das hier raufgestreut. Und dann gibt es so Sticks. Mega lecker. Was brätst du denn da? Geheim, geheim. Und jetzt machen wir das so. Also, ich schneide mal die Zwiebel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit der Zwiebel machen soll. Weil mein Herd mich hier so ein bisschen vor Herausforderungen stellt, was ich schon sagte. Okay, jetzt geht die Platte nicht mehr auf, weil meine Pfanne da steht. So. Plan B. Das wird nichts. Ich wollte eigentlich ein Püree machen, aber da sie immer noch hart sind wie Stein, mache ich sie jetzt anders. Jetzt werden sie gebraten. Ist halt so. Und wie ist bei dir das zeitliche Limit so, Melissa? Meinst du, kriegst du es hin? Nee. Nicht? Gut. Dann jetzt natürlich the most obvious. Was denn, was denn? Tell me, tell me. Die Avocado. Ah. Du machst jetzt wahrscheinlich most obvious Guacamole, ja? Ja. Schneid mal ein bisschen Koriander für den Bohnensalat. Da geht noch was. Bitte? Ich sag hier, bei meinem einen Experiment geht noch was. Oh, das sieht aber schon sehr lecker aus. Also das würde ich auf jeden Fall hier zum Abendbrot essen. Und zu allen anderen Broten auch. Salz und Pfeffer und Chili, dann habe ich das auch verwendet. Bing! Matsch, matsch. Ein bisschen Chili. Ein bisschen Limette. So. Mr. Peanut. Sind Chili noch? Was mache ich wohl mit denen? Ah ja, ich hack sie einfach. Zack, easy. Ist das zu scharf? Doppelchili? Nein, ist nicht zu scharf. Das hält Rudi schon aus. Ist geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf was für eine Vorhang-Challenge ihr mal Bock hättet. Oh ja. Was für eine Zutaten es sein könnte. Es gab ja schon Pizza, es gab ja schon Sushi und heute die Süßkartoffelsache. Aber wir machen ja auch gerne das, was ihr sagt. Was mich auch interessiert, was würdet ihr denn aus den Zutaten machen? Okay, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Joghurt reingemacht. Es kommen jetzt ganz viele Zwiebeln dazu, damit das die leckersten Süßkartoffel-Zwiebel-Bratkartoffeln werden, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Oh, Bratkartoffeln. Ich habe noch nie Süßkartoffel-Bratkartoffeln gegessen. Ja, das ist aus der Not geboren, aber ich glaube, es ist sehr lecker. Tja, was mache ich mit denen? Keine Ahnung. Mit welchen? Mit den Bohnen. Die sind Deko. So. Oha, 10 Minuten noch. Nur noch 10 Minuten. So, ich wollte noch den Rest vom Knoblauch hier reinmachen, fällt mir gerade ein. Zack. Wir können ja in der Zeit schon mal. Bing. Okay, ist es geworden, wie ich es mir vorgestellt habe? Yes. Eigentlich wollte ich ja so eine Art Bowl machen. Aber da das alles nicht ganz so hingehauen hat mit der Garzeit von den Kartoffeln, mache ich jetzt eher so eine Frühstückssituation. Oh, Süßkartoffel, English, Moroccan, Pita, Breakfast. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Stück Butter. Falls ihr das zu Hause nachmacht, macht hier Butter rein. So, ich lasse es mal noch hier stehen, dann kannst du ein bisschen nachziehen und hol mir mal eine zweite Pfanne. Ist das jetzt mal fertig hier? Ja, so, den brauchst du vielleicht auch gar nicht. Da kommt jetzt Mr. Bacon. Same. Bist du auch gerade beim Bacon? Ja. Gut. Das ist natürlich einen kleinen Vorteil, weil du hast einfach mehr Erfahrung im Baconbraten als ich. Aber meine Pfanne ist nicht so groß. Ah, okay. Okay, dann hacken wir das schon mal. Oder hacken wir das überhaupt? Vielleicht ist es so auch einfach okay. Ja, vielleicht so drüber, zusammen mit dem. Ich hole dieses schon mal aus dem Ofen. Oh, Leute!
Melissa, willst du es kurz sehen? Nein! Dann fange ich jetzt schon mal hier an. Das ist quasi die Base. Der Herd ist echt der Endgegner. Ist dann so. Haben wir auf dieser Seite das hier. Oh, sind durcheinander gefallen. Wirklich wie so ein... Guck mal, wie so ein Full English Breakfast. Da gibt es ja auch Bohnen. Und da gibt es auch so Hash Browns. Das können die Kartoffeln sein. Kurz Bohnen abgießen. Ein bisschen passt das dazu, oder? Hallo Melissa. Hallo. Na, wie geht's? Bisschen gestresst, würde ich sagen. Oha, na gut. Aua. Dann nehmen wir jetzt mal ein Ei. Oha, 5 Minuten noch. Vorbei? Achso, noch 5. Was sagst du, noch 3? Nee, ich dachte, es ist vorbei. Gott. Ich so, fuck, ich bin das wäre richtig, creepy gewesen. Ja. So, ich leg die schon mal hier drauf. Oh, die sehen ja so schön aus. Quasi der Snack an der Seite. Oh, oh. Ciao. Ich verteile schon mal die Avocado. Ganz hübsch hier in der Mitte. Erdnüsse. Auch da ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Man weiß ja nie, an welcher Stelle Rudi probiert und ob es dann vielleicht, dass er dann sagt, das schmeckt jetzt langweilig, aber dabei hat er nur an der falschen Stelle gekostet. Obwohl, eigentlich schiebt er sich immer alles unter seinen Bart. Ich kenne ihn doch. Ja. So, dann mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Platz für so den Spinaci. Der fällt ja zum Glück gleich zusammen. Wir kennen ihn ja. Auch da ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. So, Melissa, wie geht's? Was geht? Du bist so still. Ich bin sehr gestresst und konzentriert. Ich würde am liebsten jetzt immer selber essen, was ich hier gekocht habe. Das sieht ja wirklich nicht so schlecht aus. Ist so. Damit das jetzt perfekt gegart ist, kommt das Ei jetzt schon rüber. Ein bisschen was Gesundes. Unser Spinat im Baconfett kennt man ja. Spinat im Baconfett. Spinat, genau. Gericht. Ich bin ja Fan davon, dass der Bacon nicht so mega crunchy ist, sondern dass er noch so ein paar Stellen hat, dass man auch merkt, was es ist und nicht nur so, sondern eben genau so. Vielleicht auch nur als Klecks, damit das alles wunderschön bleibt. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, bin ich fertig! Jo, same. Wenn es gut aussieht, schmeckt der Bund! Was für Chaos! Sollen wir erstmal aufräumen? Ja, sonst ist Rudi, glaube ich, zu abgelenkt. Was erwartet mich denn hier Tolles in dieser tolle Vorhang-Challenge? Nicht schlecht, sieht sehr schön aus. Fange ich gleich auf diese Seite an. Was haben wir hier? Wir analysieren zuerst, was hier auf die Teller gelandet ist. Ein bisschen Vorahnung habe ich schon, weil ich weiß, welche Zutaten an die Anfang mal ausgesucht worden sind. So haben wir hier wahrscheinlich knusprige Pita-Taschen, Bacon knusprig gebraten und das ist so eine Art Kartoffelpuffe, ein Avocado-Creme, gehe ich von aus, Bohnen, Erdnüsse und etwas Frisches obendrauf. Ich versuche nun mal von allem was zu probieren und rein in die Schlund. Gut gewürzt, die Guacamole oder Avocado-Creme, schön mit Knoblauch und Gewürze abgestimmt, nicht zu salzig, sehr lecker. Gehe ich rüber zum nächsten Teller und gucke mal, was da los ist. Oh, na, das ist mal so eine volle Teller, würde ich mal sagen. Das sieht aus wie gebratene Süßkartoffel, ein Spiegelei dazu, Avocado-Streifen, Bacon, Spinat und die Pita-Streifen. Ich gucke mal, das schaffe ich, glaube ich, nicht alles auf eine Gabel zu machen. Ich gucke mal. So, erst dies. Schön frisch. Auch sehr gut. Das Dressing hier ist ein bisschen zitronig oder so, frischer. Das wird mal so eine schwierige Entscheidung. Ist relativ unterschiedlich geworden. Drüben minimalistisch angerichtet, aber auch sehr lecker und würzig. Hier drüben eine große Teller, der, keine Ahnung, vielleicht sogar für 3 Personen reichen würde. Aber auch sehr lecker, die Komponenten zusammen. Ich werde mich zurückziehen und mit meinen Geschmacksnerven in ein Zwiegespräch treten. Und gleich sehen wir uns wieder zu der Verkündung des Urteils. Toll! So, kommen wir nochmal zu der Verkündung von meinem Urteil in die heutige Vorhang-Challenge. Ihr habt beide wirklich toll gekocht. Es hat mich
wirklich Zeit gekostet, darüber nachzudenken. Und es war eine sehr schwierige Entscheidung, ganz knapp. Also verkünde ich das Urteil. Gewonnen hat in die heutige Vorhang-Challenge der große Teller auf die linke Seite hat gewonnen heute. Oh, wie schön! Feli win! Es war beides sehr lecker, auch die kleine Portion sah minimalistischer angerichtet auch trotzdem gut aus. War sehr würzig und lecker, der Kartoffelpuffer mit allem drum und dran. Aber ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen frischer schmeckte dann doch die Komponente von der großen Teller. So ist es eine ganz knappe Entscheidung gewesen für die große Teller. Wir hoffen sehr, dass euch unsere Vorhang-Challenge genauso gut gefallen hat wie uns. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Vorhang-Challenges habt, könnt ihr jetzt hier hinklicken. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.